Hallo, willkommen zu einem neuen Part vom Gameplay zu GTA Online. Mit dabei ist der Ghost und der Pene 11221, glaube ich. Kurz schauen. Also 1122, ja. Ist dasselbe. Genau. Und der andere ist jetzt wieder drin. Ne. Nö. Okay, schade. Ja, Leo, du darfst gerne dann ein andermal wieder dabei sein. Ich habe leider nicht die Stimme aufgenommen, das vorher. Wir haben so ein bisschen den Spitztour gemacht, ein paar Autos. Und im Schnee. War aber halt nicht so toll, weil einer immer wieder zu langsam war. Und ich hatte auch ein bisschen zu schnell mit dem Massacro. Also machen wir ein bisschen Jumping hier. Haben wir Brücken und da können wir eigentlich immer wieder schön jumpen. Gib Gas. Ja, und da oben wieder drehen und dann nochmals machen. Das wird ein bisschen, ja, langsam. Ein bisschen nach oben oder so. Okay, Gas geben so. Genau. Hoppla! Hä? Hat die Lampe was? Ich dachte, wieso landen wir einfach so plötzlich stoppen? Können nichts machen. Ja, so ist auch gut. Einfach nur eine Chance benutzen. Hey! Das ist scheinbar ein Modding-Auto. Mit Geldscheinen. Die ist da wahrscheinlich auch Modding, oder? Nee, die kann man zu dem Event erwerben. Welches Event? Keine Ahnung. Okay. Ja, spielen wir ein bisschen Tennis. Super. Hoppla. So viel Werbung du machst für Modding. Ja, es ist ja mittlerweile eigentlich irgendwie obligatorisch, es ist klar, Rockstar möchte das nicht sehen, aber ja, ich bin ja nicht einer, der immer sagt, ne, jetzt hört auf zu modden, so, es lohnt sich sowieso nicht, weil die meisten hören da nicht auf oder so. Also, das ist ja, also hoffentlich akzeptabel, wenn du moddest in den Videos, sonst einfach sagen, wenn es euch stört. Genau, hier durchgehen. Sollen wir den Part nennen? Money Truck? Money Truck Goes Chaos. Ja, ein bisschen die Berge hier rechts. Oh! Alter, das Auto, ja. Fahren wir hier rechts hoch, die Wand hoch. Hoppla. Ja! Ziemlich genial. Hoppla. Cool wäre es, wenn das Auto auch sich verbiegen würde ein bisschen. Auto ist ja wahrscheinlich Gottmodern. Ja. Es geht halt immer zu schnell, bis es explodiert. Das ist schon gut, besser. Ja, der Truck muss ja auch etwas Besonderes sein. Das ist ja eigentlich auch kein Truck, aber ich nehme das jetzt mal Truck. Oh, 3000. Oh nein! Die arme Frau. Sie hat doch schöne Ferien. Und dann plötzlich kommt so ein Mann. Auto. Und sie fliegt davon. Ah, sieht wirklich aus. Wem gehört diese Villa da oben? Huh? Diese Villa sollte eigentlich irgendwie einem Storycraft sein da oben auf dem Berg. Weil die so richtig speziell ist. Ah, ich glaube, da ist eine Mission, wo man einen erledigen muss oder irgendwas klauen muss. Also das ist im Online-Spiel. Kannst du eigentlich auch tauchen mit dem Auto? Ja. Cool. Ja, aber ich sehe irgendwie nicht unter Wasser. Kamera geht nicht 100%. Ah, jetzt ist irgendwas. Oh, schön.
tolle Unterwasserwelt. Wie alles so richtig mega gedämpft ist. Unsichtbar, ne? Aber es macht schon fast Angst. So U-Bahn, U-Boot-Feeling. Wie? Und auf dem Wasser kannst du auch wandern. Ja. Hab ich schon mal gesehen. Hey, cool. Ja, das macht doch mehr Spaß, erstmal schnell. Taucht zwar manchmal, aber. Mega Alge. Ist die in der Luft? Kann jetzt gar nicht nach unten schauen. Ob die wächst von unten bis ganz oben? Ja, schau mal, ob du tiefer kannst. Sehe ich nicht an. Aha, das ist so ein Algenfeld. Okay, die wachsen echt so. Ziemlich überirdisch. Ne, über Wasser dann. Weiter. Cool. Oh. Kannst du in den Canyon fahren? Canyon? Schlucht. Achso. Ui. Das ist schade. Genial. Das ist doch was Interessantes. Bisschen Action. Ja, wir sind ein bisschen faul. Wir gehen auf dem Wasser. Einfach viel schneller als auf dem Weg. Richtig cool. Ja, das ist ein bisschen mehr das Problem. Aber mit Bravour rückwärts. Yeah! Oh, das sind die Skiller. Schön ein bisschen unter Wasser. Ah, da ist ein Angler. Zwei Angler. Das sind zwei andere. Wow. Ja, mal schauen, ob wir da hochkommen. Denke ich schon, ja. Ziemlich gut. Also wenn ich entweder ein neues Headset habe oder das Headset ein bisschen weniger Wackelkontakt hat, kann ich dann eigentlich live streamen und ja, dann besser mit euch etwas planen. Dann machen wir die Livestreams mit Spaß und die Videos mit irgendwelchen Content. Neuankündigungen könnte ich auch machen, wenn ihr Interesse habt. Ja, ziemlich wahrscheinlich, dass es Neues gibt. Also momentan ist ja der Helion 4x4 das neueste. Eventuell kommt bald ein DLC wieder raus. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Neue Lackierungen gibt es, die hat nicht gerade so schön aussehen. Könnte ich vielleicht zeigen mal. Wenn ich eine Unterlage habe, also weiß, wo welches ist. Oh, hier sind Algen in der Luft rechts. Es ist so trübe. Oberflächlich ist es schön sauber und unter Wasser nicht. Das ist so wie Fallout oder so Uraniumwasser. Geht.
es ist der Abend, deshalb ist es ein bisschen rot. Ziemlich schöner Ausflug. Echt trocken. Ja, ich habe noch eine passende Mütze genommen. Leider gibt es keine grüne Mütze, die schön aussieht. Aber die weiße gefällt mir irgendwie von der Ablenk, also dass man es einfach besser sieht. Schön weiß. Werden wir dann sehen, wenn wir draußen sind, aus dem Auto ausgestiegen sind. Weil so sehen wir es nicht. Hat leider keine Mütze. Und jetzt aussteigen möchte ich eigentlich auch nicht. Und so kann ich nicht V drücken. Geht doch in die Ego-Ansicht. Ich sterbe, ich verdurst, also keine Luft mehr. Gut. Jetzt geht auch die Kamera hoffentlich. Nee. Dem noch nicht. Schade. Ich würde auch Elko-Modus machen. Ja, also wenn ich jetzt ein neues Headset habe und es relativ gut geht mit Performance und der Qualität, dann werde ich eigentlich ziemlich oft, fast jeden Tag livestreamen wieder. Und dann hoffentlich auch dranbleiben können. Sonst kaufe ich mir einfach eine Grafikkarte und ja, wahrscheinlich ein Mikrofon, ein gutes. Hochmembran-Mikrofon. Ui. Und jetzt? Berg. Oder der Zug kommen lassen. Da ist der kleinere Berg hier. Der links kannst du hoch. Hier ist auch eine Aussichtsplattform, die kenne ich jetzt auch nicht. Ja doch, die kenne ich. Das ist die. Nicht im Osten, ja. Dieser komische Weg in einem Kreuzform können wir auch mal ein bisschen abklammern dann. Einfach mal ein paar Sachen noch entdecken und einfach Spaß haben in der Community auf verschiedenen Orten, an verschiedenen Orten sein. Und ja, Sonnenuntergang genießen. Wir können sehr viel machen, also ich habe sehr viele Einfälle. Und eben Rollenspiel machen, das ist das Wichtigste. Seht ihr richtig, uns in die Charakter reinversetzen. Und eben deshalb mag ich dann auch nicht so, wenn Leute stören. Also bitte, wenn ihr mitmachen wollt, dann bitte euch auch ein bisschen beherrschen lassen. Also weniger schießen oder so. Ah ja, jetzt ist der Hut zu sehen. Finde ich ziemlich schön. Passt auch ein bisschen. Hier ist eine Sammelkasse. Okay, müsste ich nicht mehr. Muss ich die gesammelt haben. Man chilliert. 2744. Endlich ist man zu sehen, wie hoch der Berg ist. Also nicht so hoch wie die Zugspitze, der ist der Berg in Deutschland. Aber nur halb so hoch wie die Düfo-Spitze, der ist der Berg in der Schweiz. Grape Seeds ist die Farm dorthin. Gran Sonora Desert. Ja, ist eigentlich der Windgarten, also oberhalb vom Windgarten die Schrift, also eigentlich das alles hier. Ah, knapp. Und hier rechts ist nichts, steht nichts. Camping ist gar nicht zu sehen, der Campingplatz. Raton Canyon, also Raton heißt der Canyon. Okay. Schade, dass es ein bisschen die Qualität so ein bisschen weggeht in der Ferne. Sollte eigentlich bei Red Dead Redemption 2 dann nicht mehr so sein, auf dem PC. Ich glaube auf der Konsole ist die Sichtwerte auch eigentlich grenzenlos, also wenn man wirklich Details noch sieht, ganz weit weg. Könnt ihr ja gerne mal sagen, wenn ihr das Spiel habt, wie ihr es findet in der Sichtweite. Und ich denke, jetzt wenn ich wirklich Geld zur Verfügung habe, kaufe ich mir das Spiel dann auf Steam halt einen Monat später.
finde es schade, dass wieder Epic Store exklusiv einen Monat früher ist. Ja, sonst muss ich wirklich den Epic Store holen. Ich bin nicht so ein Fan von neuen Launchen. Ah, der Wagen geht nicht. Ist er neu? Der ist noch nicht draußen. Was? Zur Russo? Also ich habe immer so das Gefühl, ich kenne die Autos, wenn sie neu rauskommen, aber stimmt gar nicht. Also einfach von Real-Life-Autos, aber kann jetzt nicht sagen, das ist der Krieger, oder? Ja, immer raus. Also. Ja, los. Also fast wie der Krieger. Ist aber auch cool. Guck mal, die Türen. Da ist so eine Scheibe drin. Okay. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Also ich möchte meine Beine nicht so gerne zeigen. Aber man sieht direkt die Beine. Ja, vor allem die Hand und der Arm. Hä, irgendwie ist immer Sichelmond. Ja, unten hat es auch irgendwas, der Motor wahrscheinlich hinten. Und der Fortschritt ist einfach gut jetzt momentan in den Videos. Und natürlich immer noch relativ Ding. Aber ich habe nachgeschaut, viele Leute haben Probleme mit Abonnenten bekommen. Das ist einfach nur mal so. YouTube ist eigentlich ziemlich voll schon und deshalb werden die Videos dann nicht mehr so angeschaut. Also könnt ihr jeden unterstützen, indem ihr einfach ein bisschen die Videos auch schaut, wenn ihr sie einschaltet. Und so weiter. Einfach ein bisschen mehr Zeit investiert in eure YouTube-Reise durch die Videos. Also eben für allgemein. Ich habe jetzt einen kennengelernt, wo ich die Videos recht gut mag. Aber er hat einfach nur ungefähr 300 Abonnenten. Und da fragt man sich dann halt schon, ja, interessieren sich Als die ob. Menschen noch an Gameplay-Videos? Wäre halt schon ein bisschen besser, wenn halt einfach jeder so ein bisschen die Chance hätte, mit Videos groß zu werden. Und nicht nur die, ja, Leute, die einfach am meisten Geld haben für Hardware, gute Qualität abliefern können, ein Netzwerk haben und so. Finde ich echt doof, also sehr ungerecht. Wird man eigentlich rausteleportiert, wenn man da hinten in dieses Haus geht? Probier es doch mal aus, das ist für Missionen ja offen, aber im offenen Modus nicht. Also ich kann ja überall hin, weißt Ja, eben, aber schau mal, ob du raus teleportiert wirst. du? Dass er nur offen ist in Missionen. Sonst halt mit dem Menü reingehen, also mit dem Schnellreisen in Locations rein. Nicht per Map. Ja, und für mich ist es eigentlich am wenigsten schlimm, wenn ich jetzt nicht so viele Abonnenten bekomme oder Likes oder so. Also ist natürlich für jeden auch ein bisschen interessant und hat dann mehr Motivation, auch dann wieder bessere Videos abzuliefern. Aber eben, was halt jetzt nicht so ankommt oder nicht so gefunden wird, das wird einfach nicht größer. Das ist nun mal so. Und dann gibt es halt auch eher Hate, wenn halt die Qualität nicht so stimmt oder sonst irgendwas. Bin ich ein bisschen doof, aber so ist das Leben, oder? So, mal schauen, ob du da reinfahren kannst oder so. Ah, ich kann teleportieren, das kann ich aber. Ich kann auch, also für mich kann ich die Tür aber weg spawnen, sozusagen. Gravity Okay, ja. kann ich die Tür eigentlich nehmen. Das heißt, hier ist ein Pingboard.
Also, der Schulge fliegt gerade. Bei dir auch? Nö. Lol, ich bin umgefallen wegen dem Stuhl hier. Dann kann ich halt nicht. Lol. Ich kann dieses Windrad-Ding nehmen hier. Ja, die Lanken gehen kaputt, sagen sie. Na, sonst zerstörbar. Der Mond auch. Leider nicht mit dem Sniper. Ah ja, das große Sniper habe ich geholt und die Minigun. Schwer Sniper mit verbessertem Fernrohr. Und Minigun mit 9999 Schuss. Ha, ich bin jetzt auch der Babbo. Mit Level 160 oder 130 und nicht 120. Also, wir können Zu reingehen, warte. spät. Allerdings musst du dann hinten auf dem Motorrad bei mir sein, warte. 29 schon, okay. Bikers. Bisschen zu spät, 9 Level zu spät, aber ich habe ja nicht so das Verlangen, meine Guns zu benutzen, wenn ich nicht so extrem auf rohe Gewalt bin. Eher mit kleinen Waffen hantieren. Ich kann nicht dazwischen tun. Online. Inside. Wie ist das Haus hier? Farmhaus. Fort Sankudo. Ah, wie heißt diese IVA. schon wieder? Diese Farm, also diese Landschaft. Story Mode. Ja, muss irgendwie ein Name sein von von einer Person und einem Haus. Desert UFO, ne. Sorry, more locations. Sollen wir mal in Franklins Haus? Ja, wieso nicht? In welches? Ins Alte. Ins Alte. Okay. Ich will halt jetzt nicht gerade so speziell. Kannst du Der absteigen oder hat. fällst du durch die Map? Ja, ich bin also Ah. abgestiegen. Der hat irgendwie da so Hefte von anderen Spielen. Mal gut schauen, wo die sind. Aber auf jeden Fall hat er hier weibliche Magazine. Alter, Mit eine Lavalampe Turnschuh. sogar, krass. Und die funktioniert sogar. Sportsalmanek hat er. Live for TV. Ach, Stalle. Ah, Mad Dog Poster, genau. Mad Dog ist ein DJ von San Andreas. Gehört ja San Andreas. Ventilator, uralt. OG Lock ist der andere DJ. Der Konkurrenz-DJ dann später. Krass, dass Uhren sogar funktionieren. Ich werde, denke ich, mal ein San Andreas-Video auch aufnehmen und hochladen. US. Carnage. Oh, schöner Kristall von der Schwester. Du So bist ein ein bisschen Fahrrad hier. falsch. Hast auch Bock auf Chicken Nudeln? Tomatensuppe und das ist das andere. Kann ich irgendwie nicht lesen. Natukefotzi. Nakutatukefotzi. Kann man irgendwie durchschauen. Ja, ist ziemlich realistisch, aber ein bisschen detaillos. Jetzt mal durchs Fenster schauen. Hat noch ein paar Risse.
Schwarze Farbe, für was schwarze Farbe? Ah, die geht Die kaputt. hat Ah ja. irgendwie ein Fetisch für Kristalle. Sie schläft wahrscheinlich mit den Kristallen. Okay. Es war dran. Ne, das sind Fremde. Das sind einfach Crew Street Member. Also einer hat ein altes T-Shirt. Sollen wir in das neue Haus von ihm? Da hat er auch ein paar Schallplatten und so von Ocilac und Mad Dog. Kannst du auch aufsteigen? Ah, okay, cool. Ah. Das ist mal ein interessantes Feuer. Einfach mal von oben runter. Wofür hat er da einen Kamin und hier auch? Ja, der muss halt ein Luxusleben. Er braucht sie Ist doch überall in der Nähe. absolut unnötig, also. Ich glaube, das Video wird langsam ein bisschen lange. Machen wir noch mal ein bisschen schneller. Wir können das nochmals anschauen, dann ein bisschen interessanter. In einem Livestream vielleicht oder so. Oder im anderen Video. Kann man auch Ja, machen. kommen wir. Kommen wir hier rein? Nee. Oh, das Ah. Badezimmer. So, das gefällt mir. Endlich mal Platz. Das ist nicht mal Badezimmer, ist nur eine Badewanne und ein Bett. Man möchte baden und dann ins Bett gehen. Das ist dann so feucht. Ganze Luftfeuchtigkeit drin. Was ist hinter dieser Tür? Das interessiert mich jetzt. Ja. Da ist irgendwo noch ein Zimmer, dachte ich. Hinter der Tür Irgendwo. ist gar nichts. Da ist einfach nur noch Ja, ein das ist eine Hohlraum. andere Villa. Ja, ich denke, es ist überall, wozu ist nichts dahin. Ja, das war's eigentlich. Also mehr ist jetzt hier auch nicht. Zweiter Stock. Alles zweit. Wo kommt man denn hoch? Vielleicht Ich einfach das dachte, er hätte noch hier. eine zweite Etage. Auch ein Hohlraum. Okay, Eine gut. zweite Etage? Ist ein bisschen Nein. kleiner. Und das Feuer ist nur digital, ja. Nee, aber in andere Locations gibt's ja. Hö, was denn hier? Wo? Was jetzt? Ja, ich bin ja so in so einem Spectator-Mode. Naja. Nichts viel mehr, also. Aber wo ist dein Haus jetzt hier? Ah, Mann. Ja. Okay. Okay, dann haben wir alles gesehen, ja. Dann machen wir dann irgendwann mal ein Video, wo wir andere Sachen zeigen. Alle Ja, also alle, die Geheimen. gehen, wir müssen dann noch ein bisschen vortesten, eventuell, welche gehen, welche nicht. Na, vor allem ein bisschen anschauen. Weil ich denke, kaum jemand spielt den Story-Modus richtig interessiert. Also, dass er überall hinschaut. Wieso hast du graue Haare jetzt? Ja. So silbere graue Haare. Ja, ist ganz cool. Finde ich. Ich finde es irgendwie nicht so cool. Ich will nicht so alt aussehen. Ich will schwarze Haare. Aber ich habe braune Haare, also so. Ja. Blond-braun-rote Haare. Aber mehrheitlich braun. Ja, Dann Casino ist dann am Morgen wieder. Ja, ich gehe so ungefähr um 20 vor 9 rein und mache das Casino-Glücksrad.
Oder einfach später, dann in einem Video, wenn du Zeit hast, morgen. Oder sollen wir jetzt mal so ein, irgendwie so ein Crew-Auto machen? Was so Kev und so hat auch. Oh. Ja, dann vielleicht morgen im Livestream, hä? Ja, ah, genau, okay. Du, du bleibst raus sitzen und ja. Ich fall runter, ne? Ich bin jetzt hier unten. Hä? Bei mir bin ich jetzt bei der Autobahn unten. Ja, also komm. Dann machen wir das Video zu Ende und machen das eigentlich interessanter dann im Livestream. Mal schauen, ob jemand zuschaut. Aber ich denke schon mehr als letztes Jahr. Also letztes Jahr war eigentlich schon manchmal echt viel los. Und dann wieder mal gar nichts und so. Je nachdem. Gehe ich dann auch auf Twitch Livestream. Aber auf Twitch hat man eigentlich gleich viele Abonnenten, so im Durchschnitt, wenn man erst begonnen hat wieder. Ja, mal schauen. Vielleicht auch beides irgendwann mal wieder. Und Reststream, aber Reststream hat so Probleme. Ja. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Einfach Blockaden ein bisschen. Ja, gut. Dann. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.